emotion, jede Emotion, every experience, jede Erfahrung, that you go through in your life, durch die du in deinem Leben gehst, is after all your making, ist letztendlich dein Werk. If only, wenn du you could be conscious, dir nur bewusst sein könntest, that anyway it is your making, dass es ohnehin dein Werk ist. You would definitely choose, würdest du definitiv die süßeste Art wählen zu sein. Devotion, Hingabe ist nicht nur die süßeste Art zu sein, sie ist auch die höchste Form von Intelligenz. Aber Menschen, die behaupten, sich Hingebende zu sein, sind in der Regel ein Haufen von Idioten. Menschen, die sich für intelligent halten, bemühen sich daher stets, sich von jeder Form von Hingabe fernzuhalten. Was Hingabe bedeutet. Devotion does not mean, Hingabe bedeutet nicht, in den Tempel, die Moschee oder die Kirche zu gehen und eine bestimmte Form von Ritualen zu vollziehen. Hingabe bedeutet einfach, dass in deinem Leben, in jedem Moment deines Lebens, wenn du dir bewusst bist, dass etwas Größeres als du selbst um dich herum funktioniert. Es gibt keine andere Möglichkeit, du wirst hingebungsvoll sein. Wenn du überwältigt bist, wenn du empfindsam genug bist, wenn du intelligent genug bist, wenn du vernünftig genug bist, um zu sehen, dass etwas viel Größeres als du ständig in Funktion ist, dann bist du von Natur aus ein sich Hingebender. Es gibt keine andere Art zu sein. Vielleicht verneigst du dich nicht. Vielleicht führst du kein Ritual durch. Vielleicht sitzt du nicht in einem Tempel. Vielleicht tust du nichts von den üblichen Dingen, die erwartet werden. Du bist vielleicht nicht wie einer gekleidet. Vielleicht ist deine Kleidung nicht mit Gottes Namen bedruckt. Vielleicht hast du den Namen Gottes nie in den Mund genommen. Aber wenn du dir gewahr bist, wenn du dir bewusst bist, dass etwas viel Größeres als du gerade jetzt in Funktion ist, bist du von Natur aus ein sich Hingebender. Es gibt keine andere Art zu sein. Wenn du besessen bist von der Kraft deiner Muskeln oder der Kraft deines Geistes oder von albernen kleinen Dingen, die du tun kannst, und du denkst, das sei alles, nur dann bist du kein hingebungsvoller Mensch. In so einem Zustand kannst du kein hingebungsvoller Mensch sein. Wenn du denkst, du bist alles, kannst du kein hingebungsvoller Mensch sein. Wenn du die Realität des Lebens siehst, dass du hier nur ein kleines Geschehen bist und etwas viel Größeres als du immer in Funktion ist, wenn du dir dessen gewahr bist, wenn dies eine lebendige Realität für dich ist, bist du immer ein sich Hingebender. I have never said this before. Ich habe das noch nie gesagt. Ich zögere, das zu sagen, weil es sich herumsprechen und meinen Ruf schädigen wird. Dass ich ein Devotee bin. Ach komm schon, Sadhguru, du ein Devotee. Du bist arrogant. Es braucht viel. Es braucht viel, um arrogant zu wirken.
Was für eine Art von Devotee bist du? Oh, du musst Shivas Verehrer sein. Shiva ist mein Partner. Shiva ist mein Partner. Das wird für euch sehr schwer zu verdauen sein. I'm devoted to you. Ich bin euch gegenüber hingegeben. Ob ihr das versteht oder nicht, es ist sehr schwierig, das zu verstehen. Hingabe bedeutet nicht, dass ich mich vor euch verbeugen oder eure Füße berühren oder euer Lob singen muss. In jeder Hinsicht lebe ich für euch. Das ist Hingabe. Ich habe diese Geburt auf mich genommen, um dies für euch zu ermöglichen, und das ist Hingabe. When you hold. Wenn du das Wohlergehen von jemandem über dein eigenes stellst, ist das Hingabe. Was ein Devotee, ein sich Hingebender mit absoluter Leichtigkeit tut, das tun viele andere Menschen mit großer Mühe. Do it with great struggle. Nur um diesen kleinen Kerl beiseite zu lassen. Was für ein Kampf! Was für ein Kampf! Lebenslanger Kampf! Auf deinem Kopf stehen, deinen Atem anhalten, auf den Boden kriechen und alle möglichen Dinge. Hingabe ist schlicht eine simple, süße und schöne Art, sich einfach selbst beiseite zu lassen.